Herzlich willkommen bei Orange Cactus TV, dem etwas anderen Naschmarkt. Grüß euch. Ich bin der Raul. Ich bin Magnus. Und wir gehen jetzt Karten aufdecken. Yay. Und zwar nicht Memory. Nein. Sondern eine Dungeon Card. So, alles ein Toto. Ich wollte unbedingt Tarotkarten spielen. Alter, das sollten wir mal machen. Ja? Entsetzliche Niederlage. In einem Livestream? In einem Livestream? Warum nicht? Tarotkarten legen? Ja? Für Fans? Ja, von mir. Also, ohne, dass sie es wollen. Ja, ich meine, wir können es nicht. Doch, aber kann ich. Jeder andere kann es auch nicht. Doch, ich kann es. Ich glaube doch. Nein, meine Mutter kann es und jetzt mein Papa. Ist deine Mutter eine Therapeutin? Ja, und auch ausgebildete Jägerin. Worauf willst du hinaus? Was hat die mit Tarotkarten am Hut? Sie hatte Lust drauf. Okay. Soll die nicht die Erste sein, die sagt, das ist ein Blödsinn? Sie glaubt auch nicht dran, aber es ist ein lustiger Party-Gag. Gut, ja, das stimmt schon. Ich habe auch mal Tarotkarten gedeckt mit Magic-Karten. Wahnsinn. Funktioniert. Glaubt ihr kein Schwein dran, aber also kannst du nichts falsch machen. Doch, ich glaub dran. Selber schuld. Ja, ich weiß. Ein Speer! Wurfspieß. Das ist doch die Definition von Speer, oder? Nope. Nur wenn du ihn wirfst. Normalerweise ein Speer wird fest in der Hand gehalten und als Stoß bzw. Stichwaffe verwendet. Ja, da gibt es jetzt solche und solche, also. Na, alle, die geworfen werden, sehen Wurfspieße. Oder ein Wurfspeer. Ja, wäre dann ein Wurfspeer. Aber kein normaler Speer. Gut, einigen wir uns wie üblich doch, dass wir uns einig sind. Platz für passive Fertigkeit. Und eine passive Fertigkeit. Wer hätte es gedacht, Magnus? Ich. Und Inbrunst habe ich da gerade gesehen. Ja. Okay, passive Fertigkeit. Oh. Himmlische Stärke. Ihr könnt eine Zweihandwaffe in eurer Waffenhand führen, während ihr gleichzeitig einen Schild in eurer Nebenhand trägt. Reduziert auch meinen verursachten Schaden um 20%, dafür, dass ich es nehmen kann. Die Zweihandwaffe, ja, die dadurch stärker wird. Die sind normalerweise sehr viel stärker als die normalen. Genau. Also. Inbrunst erhöht eure Angriffsschwierigkeit auf 15% und reduziert alle Abklingzeiten um 15%, wenn ihr eine Einhandwaffe verwendet. Halleluja! Ja gut, die Inbrunst. Habe ich da irgendwas dazu gekriegt? Na, absolut nicht. Da, na, den kennen wir schon. Da, das können wir auch. Da, na, auch das kennen wir. Gut, dann haben wir es gekehrt. Ja, dann geht's weiter. Dann bin ich jetzt ja inbrünstig, mein Freund. Brünstig? Ja. Hey! Man. Wow, schade, schnell. Hey, der ist an diesmal ein bisschen stärker geworden. Ich meine, schau, wie lange ich brauche dafür. Das soll noch einmal einer sagen, dass Ritterhaftigkeit ausgestorben ist. Ritterhaftigkeit ist ausgestorben. Du Arsch! Es gibt nur noch Ritterlichkeit. Das meinte ich eigentlich. Ich weiß. Danke. Was? Entschuldigung, ich hab Verstopfung. Na okay. Ich hab Dünnpfiff. Yeah! Schau mal auf die Karte. Ist eine schöne Karte. Da unten müssen wir noch hin. Gott. Weil du da gemeint hast, ich soll da noch nicht hingehen. Ich hab eigentlich beim links runter. Doch. Okay. Das hatte ich mit Seitenling gemeint. Aber gut, das kann man jetzt nicht nachprüfen. Vermutlich nicht, ne? Außer mit Elektroschocks. Hört sie auf! Nur indem du mich piekst, sind das keine Elektroschocks. Du kannst doch währenddessen bzzzt sagen. Es sind keine Elektroschocks. Bzzzt. Ich habe gesagt, du kannst, du sollst nicht. Ach so, aber ich will. Weißt du, ich kann auch den nicht. Siehst du auf das Halbrunde runter, habe ich gemeint. Ja, okay, ist okay. Na, du hast gesagt, bevor du da weitergehst, sollst du... Ja, da war ich schon. Nein, da unten warst du eben noch nicht. Ah, na? Na, es ist nur mit aufgedeckt, weil du oben bis zum Rand gegangen bist. Und weiter, dann ist halt ein toter Dorfbewohner. Und noch ein toter Dorfbewohner. Und ein toter Abenteurer. Und jetzt? Bist du jetzt glücklich? Ja. Okay. Wenigstens hatte ich recht, dass wir noch hier waren. Ja, okay. Aber wird nichts verpasst. Zum Thema früher, ich kann auch dich anfassen und Dinge machen. Aber du verbrennst trotzdem nicht. Sagst du, ich hab da jetzt übelste Blasenbildung. Ja. Meine Blase drückt auch übelst. Hi. Ganz ernsthaft, Leute, lasst euch ein bisschen was Heftigeres einfallen als die da. Wir sind ja Pillepalle. Können wir kommen. Abenteuer Diablo 3?
Nein, Marc. Beim Livestream einmal. Weil sonst kriegt ja keiner mit, was das ist. Ja, wenn ich irgendwas mit Abenteuer benenne, heißt das normalerweise, dass ich an, entweder an der Maus rumzerre oder an seinem Drehstuhl rumreiße. Richtig. Einfach, dass es ein bisschen abenteuerlicher ist. Ja, und woher haben wir das? Von mir und einem großen Bekannten, der das in der Schule angefangen hat. Mit Abenteuer trinken. Dem einfach hingekommen ist und die Flasche geschüttelt hat, den trinkenden Menschen geschüttelt hat oder, noch schöner, die Flasche zusammengedrückt hat, während der Mensch. Ja, aber das haben wir schon alle gemacht. Natürlich, weil es lustig ist. Ich tue viel lieber die Flasche so einen Millimeter wegziehen. Das finde ich viel witziger. Ich verstehe. Ja, aber ich kann es nicht gutheißen, aber ich tue es. Ich würde ganz ehrlich sagen, du hast eigentlich noch keine Schultern. Du bist ein Tank ohne Schultern. Ich habe Schultern. Und ja, du bist ein Tank. Ich habe Schultern. Allerdings keine Schulter. Panzer. Klugscheißer. Ja, kennst du mir. Ding, ding. Was hätte dir bewusst sein müssen, als du damals in mein Auto gestiegen bist? Wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Ich habe gar kein Auto. Richtig, er hat nicht mal ein Auto und ich bin trotzdem eingestiegen. Was sagt das über ihn aus? Er hat einen Einkaufswagen gefladert. Hä? Ich meine, ja? Wer sinkt denn so tief? Du scheinbar. Na, ich bin einfach nur ein Idiot, das passiert. Was? Oh, Handgelenke. Sind keine Schultern, es tut mir leid. Aber wenigstens was. Ich freue mich immer, wenn man Plätze füllen kann, die leer sind. Ja, ich könnte jetzt diesen Zweihandstab ausrüsten mit einem anderen Passiven, aber der macht weniger Schaden als mein Einhandstab. Tja. Scheiße, ah. Das Leben ist scheiße. Ja. Bowling! Ich wurde von einem Typen mit Einkaufswagen entführt. Du bist mit aus freien Willen eingestiegen. Nur weil ich dir Süßes versprochen habe. Was sagt das über deinen Charakter aus? Da gab es ganz, ganz viele Kinder, die freiwillig irgendwo eingestiegen sind, trotzdem sind die Entführer wegen Entführung eingesperrt worden. Der hast einfach nur zfetzt, gell? Ja, die auch. Eine Kugel. Noch eine Kugel. Hey! Heidi Hau, Junge! Dich mag ich. Wer seid ihr, mein Freund? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden und ich werde euch reich belohnen. Gebonkt. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Du. So, da können wir eh nicht drauf. Doch, da kann ich drauf. Was führt dich an diesen Ort? Der Schlussverkauf. Dam, dam, dam. Frühschoppen. Boom. Apropos, boom. Hast du schon gesagt, dass mir das anzipft, dass die Sachen so schön in alle Winde fliegen? Echt? Warum? Ein würdiges Opfer. Na, wie die Blobs da gerade weggeflogen sind, die Drops. Achso. Von da unten kommst du ursprünglich. Ich weiß nicht. Ich sehe die Karte. Ich kann Karten lesen, solange es nicht die Realität ist. Hi! Du wirst verspottet, mein Freund. Deine Mutter ist fett! Wenn deine Mutter in einem Haus sitzt, sitzt sie eigentlich ums Haus rum. Du weißt schon, was das mein Lieblingsspruch ist, gell? Ja, weil das ein Klassiker ist und fast jedermanns Lieblingsspruch ist. Mein Lieblingsspruch ist immer, deine Mutter ist so klein, auf ihrem Passfoto sieht man die Füße. Wahnsinn eigentlich. Deine Mutter springt in die Luft und bleibt stecken. Ja, trotzdem... Gehe ich zuerst da unten weiter? Ich mag ja lieber meine ganzen Chuck Norris Sprüche. Ja, Klassiker. Oder wie ein Freund mal versucht hat, ersetzen wir doch die Chuck Norris Sprüche durch Leonard Nimoy Sprüche. Das war vor Big Bang Theory wohlgemerkt. Und er war einfach der Meinung, wir brauchen einfach jemanden, der heftiger ist als Chuck Norris. Wobei doch jeder weiß, Bruce Lee. Ja, ich wollte Chuck Norris durch, super, gerade hatte ich den Namen noch. Wie sieht er aus? MacGyver? Na, pst. Okay. Das ist jemand, den niemand kennt, warte. Der kommt noch. Okay. Wie sieht aus, was macht und warum? Nein, das möchte ich eben nicht sagen, weil ich möchte, dass du das vielleicht erraten. Okay. Jim Henson. Wenn du einfach random Namen reinwirfst, tue ich mir noch schwerer, dass mir der Name wieder einfällt. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber vielleicht klingt er ähnlich. Nein. Ah, John Casey. Ah, ja, okay, das verstehe ich dann. Ja, weil das ist der wahre Chuck Norris. Ziemlich. Wow. Krieger des Templerordens. Der gehört jetzt mir. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Nicht Yonda. Grund, allein zu kämpfen. Nun gut.
Yay, yeah, jetzt bin ich ein Kreuzritter. Mit einem Templer dabei. Ich hasse Templer. Ich weiß. Aber das ist nicht Assassin's Creed. Ich glaube, die Frage habe ich mal irgendwo in letzter Zeit gehört, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Bitte. Warum immer Templer? Weil das eine große, große Geheimorganisation war, die nicht allzu geheim war und sich nach wie vor durch die Geschichte der Menschheit zieht. Zudem ist der Ursprung vom Freitag, dem 13. dank den Templern. Hörst du da auf, alles kaputt zu machen? Und, nicht zu vergessen, an und für sich ist es nicht mehr ist es nicht Freitag der 13., es wäre theoretisch korrekt der Sonntag der 22. Kommt das gleiche hinaus. Ja. Gibt beides keinen Sinn. Richtig, aber es ist einfach... Yeah, jetzt kommen Spinnen! Soll ich das noch erläutern oder ja, bringen wir heute niemandem was bei? Na. Gut. Auf Anfrage kann ich es ja vielleicht einmal. Ich will Anna ja nur ärgern. Also, na, soweit ich das weiß und ich stütze mich nur auf Dinge, die ich gehört habe und gelesen habe, nicht auf Dinge, die ich selbst nachgeforscht habe, war der Freitag der 13. der Tag, was ist daran schwarze Magie? Okay, Freitag der 13. war der Tag, an dem die Templer aufgelöst wurden, also zerschlagen worden, der Templerorden. Angeblich. Angeblich. Und das war allerdings noch nach dem alten Kalender. Wenn man nach dem neuen Kalender rechnen würde, ich weiß nicht, was für ein Kalender, also bitte, wie gesagt, nehmt mich da nicht zu ernst oder zu genau. Nach dem... Oh, das war schon der Yonder. Ja. Toll. Nach dem neuen Kalender, nach unserem Kalender, wäre es eben 9 Tage später, es wäre der Sonntag der 22. Der Unglückstag. Sprich, der hat nichts mit Unglück zu tun, sondern einfach nur damit, dass eine Gruppe von Leuten eigentlich einen ziemlichen Scheiß kriegt. Hm. Wow, das ist grün. Wow, ja. Ich schnauze. Ja. Wiederherstellung des Glaubens der Zakarum sind, dann gehören sie in der Tat euch. Ja. Schon. Skelettkönig, nehmt euch in der Templer! Ja, natürlich will ich ihn als aktiven Begleiter mitnehmen. Wen sonst momentan? Den Herbert. Kannst du ihn noch ausrüsten? Natürlich kann ich. Und ich kann mir 2 Fertigkeiten auswählen. Yeah! Also, er kann mich und den Templer heilen. Gleichzeitig. Oder verspottet Gegner. Wenn ich getroffen werde. Da finde ich heilen schon wieder besser, obwohl es ein unnötiges. Ja, ja. Treue lässt euch und den Templer Leben regenerieren. Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden verlangsamt. Will ich auch das nehmen? Na, da bin ich fast fürs Zweite. Okay. Weißt du, da kann er einfach Leute aufspreuen, sondern es wirklich viele werden. Ja. Also, wir haben gesagt, Einhandwaffen, gell? Warte mal, wie ging das? Da war irgendwie die Möglichkeit... egal. Möglichkeit, von ihm zu vergleichen, aber egal. Einfach 8,4, 7,2, 8,5 und sonst habe ich keine Antwort. Und vermutlich, und ich bin mir nicht sicher, aber vermutlich ist jedes andere Schild da besser. Gehen wir mit Intelligenz dazu. Wow. Was? Das ist ein Turmschild theoretisch, was du hast. Echt? Also Nebenhand Kreuzritter. Gut, das kann nur ich nehmen. Okay. Habe ich nichts anderes? Nein, so wie es ausschaut nicht, oder? Nee! Gut, dann... Oh darn! Au! Dann spazieren wir jetzt, glaube ich, einmal da rein. Nein, geh nicht in das Licht! Und gehen zum bösen, bösen Jimmy Bob Johnson. Da ist ein Waffenständer! Ja, Ständer gesagt. Ja, habe ich! So. Also... Es ist ziemlich unnötig, als 2 Templer, beziehungsweise ein Kreuzritter oder ein Templer hinzugehen. Aber bis zum 2. Begleiter dauert es noch. Echt? Ja, nicht lang, glaube ich. Also, wenn ich mich erinnere, kriege ich die im 1. Akt, alle miteinander. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass du das nicht weißt. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das so abläuft. Aber das wird schon gehen. Hast du das schon lange nicht mehr gesagt? Na. Schinken. Ah, ich verstehe. Das, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, was ich eigentlich öfter sagen wollte, dank dir. Zack, die Bohne! Yeah! Erzähl mal was über Kaffeebohnen. Okay,
Es ist ja allgemein hin bekannt, dass die teuersten Kaffeebohnen der Welt, die sind die von diesen Affen, Katzen, ja, irgendwo im Regenwald oder so in die Richtung, gefressen werden, durch ihren Verdauungstrakt veredelt werden und da sie den aber nicht verdauen, die aber nicht verdauen können, sondern nur teilweise, kacken sie die wieder aus. Wenn man die aufsammelt und reinigt, kann man daraus wahnsinniges Kaffee machen. Angeblich. Also Scheißkaffee. Ja, ja, ist teuerster Kaffee der Welt gewesen bis vor kurzem. Denn es gibt etwas Teureres. Willst du raten, wie? Elefantenkacke. Richtig! Ja, verdammt, bist du langweilig. Ja, Entschuldigung, so einen Scheiß merke ich immer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das dachte ich mir. Deswegen sitze ich ja hier, ne? Weil ich so einen Dreck weiß. Das waren schöne Leichenexplosionen. Und das sollte ich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Aber wie gesagt, schön, dass du sowas weißt. Jetzt wissen es unsere Zuseher auch, die es zumindest noch nicht wussten. Ernsthaft, Leute. Schwach. Ja. Sonst zum Thema Kaffeebohnen kann ich allen Ernstes nicht viel sagen, weil damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich weiß, wie ich einen Kaffee draus mache. Ich wollte eigentlich, dass du uns eins unserer Lieblingswörter zu dem Thema sagst. Kaffeebohnen? Ja. Sagt die Bohne? Sagt die Kaffeebohne? Röstaromen! So, sie reden hier von Röstaromen, mein Freund. Das habe ich natürlich auch wieder geklaut von dem YouTube-Kanal, der 90% seiner Witze klaut und trotzdem sehe ich sie mir gern an. Meine guten Freunde, die ich nicht persönlich kenne, die Space Frogs. Yeah! Schleichwerbung, die nicht mal ganz so geschlichen ist. Schleimwerbung. Auch, ja. Yeah. Mit denen, also ich will auf deren gute Seite. Echt? Ja, ich mag die beiden. Echt? Die sind, die und das hören sie vermutlich sehr oft, haben den exakt gleichen Humor wie ich und besagter großer Freund von vorhin. Also mit großer Freund meint er nicht mich. Ich meine, wir sind schon gute Freunde, aber ich bin nicht groß. Genau. Also, ja. Schon klar. Also, in gewisser Hinsicht schon. Aber ja, genau. Sein Kopf ist riesig. Ja, genau. Ja. Aber vermutlich, wie gesagt, vermutlich hören sie sowas oft von wegen, oh, ihr seid ja, ihr macht die gleiche Scheiße wie wir. Blödsinn. Jeder auf dieser Welt hält sich für verrückt und durchgedreht. Man muss nur mal auf Facebook schauen, irgendwelche Mädels, die dann Fotos aus ihrer Klasse reinstellen, mit, oh Mädels, wir sind einfach die verrücktesten. Bullshit. Ja, und jeder war in der schlimmsten Klasse der Schule. Richtig, nur können wir es tatsächlich von uns sagen, denn es haben auch einige Lehrer von uns gesagt. Beziehungsweise, nein, Verzeihung, ich muss mich berichtigen. Wir waren nicht die schlimmste Klasse. Wir waren die, die bekannteste Klasse der ganzen Schule. Und ja, das sagt wieder jeder von sich. Aber wie gesagt, wir haben tatsächlich die Erlaubnis der Lehrer, das sagen zu dürfen. Zudem hing bis vor kurzem noch ein Foto von uns, von unserer Klasse, am schwarzen Brett in der Schule. Einfach weil wir es mal dort aufgehängt haben und es keinen gestört hat. Es wurde abgenommen, als das schwarze Brett jetzt einmal erneuert wurde, leider. Aber sie dürfen es noch irgendwo rumliegen haben, haben es gemerkt. Und es ist doch schon ein paar Jahre her, dass wir dort waren. Ein paar. Und unser schwarzes Brett war weiß, also. Ja, beziehungsweise grünlich. Ja, je nachdem, wie es gerade gezogen war. Ja. Und wie gesagt, jeder hält sich für verrückt. Verdammt, ich halte mich für verrückt. Sehr. Ich halte mich auch für wesentlich verrückter, wesentlich viel verrückter, als viele der Mädels, die meinen, oh, das ist verrückt, oder auch Jungs. Aber ich halte mich nicht für unglaublich wahnsinnig verrückt, denn sonst würde ich jetzt nicht da sitzen, sondern vermutlich irgendwelche verrückte Scheiße machen. Ja. Stehst du, was ich meine? Also ich möchte dir nur eins sagen. Ja? Du bist verrückt. Danke. Das nehme ich immerhin noch als Kompliment. Gleich wie seltsam. Seltsam nehme ich als Kompliment. Es gibt Positives und Negatives. Ich habe einen ziemlichen Schuss. Aber. Richtig. Aber sonst ist er gut, den kann man doch essen. Ja, ich bin eigentlich ein ganz lieber Kerl. Wenn man denn auf sowas steht. Außer man verarscht. Dann ist er noch lieber. Ja, auch verarschen ist vollkommen okay. Da stehe ich sogar irgendwie drauf, weil dadurch kommt eine Art Gespräch zustande. Wo also, ich nicht drauf kann, ist, wenn man mich nicht ausreden lässt. Okay, und ernsthafte Beleidigungen. Also, wenn aus Verarschen ernsthafte Beleidigungen werden. Aber ja, das mag keiner. Das macht niemand. Und das macht man. Richtig. Wobei es noch lieber ist, als wenn man hinter meinem Rücken redet. Ups! Ja, ist richtig. Ich sehe in deine Richtung, Maria. Maria, schmeckt's nicht? Ja, ich habe keine Ahnung, was für Maria, aber sie wird sich angesprochen fühlen. Maria. Unglaublich. Oh.
I just met a girl named Maria. Woher war die schnell? West Side Story? Oder? Ja. Okay. Nie gesehen, also nie die ganze Musik gehört davon. Ist überall. Wow. Ich kenne nur so ein paar. War bei uns hier in der Grazer Oper. Ja. In unserem Schulausweis für billiger, ja? Ja, den habe ich nie benutzt. Why? Weil, weiß ich nicht. Wir haben uns auch einmal Les Miserables angeschaut von der Schule und da bin ich nicht mitgegangen, weil ich kein Interesse daran hatte. Mittlerweile weiß ich, ich habe Interesse daran, habe mir den Film angeschaut. Hätte jetzt auch sehr großes Interesse gehabt, das auf der Bühne zu sehen. Aber zu Chapin. Ich bin einer der Typen, der in die Oper geht und einen Stehplatz bucht. Das geht nämlich wirklich. Okay. Aber ich nehme einen Klappstuhl mit, das ist nämlich erlaubt. Hm, nett. Wahnsinn. Und du zahlst 5 Euro, also scheiß drauf. Richtig. Übrigens, das finde ich lustig, Rollstuhlfahrer zahlen auch einen Stehplatz. Ja, weil er billiger ist, oder? Ja, weil du auf der gleichen Stelle stehst, weil da ja keine Sessel sind. Na klar. Ja, Aber so. Trotzdem auf eine gewisse Art und Weise steht auf deinem Ticket Stehplatz und das finde ich doch... Wird dann besonders lustig bei den Standing Ovations. Hey! Hey ho! Und damit beenden wir diese Folge für heute. Tüdelü. Der Kaktus sagt auf Wiedersehen.